Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und Vorstellung. Ich werde das mit der Technik auch noch hinkriegen. Yes. Sollte doch mit dem Deckblatt zuerst anfangen, weil ich wollte tatsächlich auf ein, zwei Dinge, die Sie angesprochen haben in der Vorrede, die in meinem Vortrag gar nicht vorgesehen sind, vorweg noch ein, zwei Sachen sagen. Und zwar zu dem Aspekt dessen, was wir messen und was wir nicht messen. Also zum einen haben wir ja die Aspekte der Share Economy, wo viele Leute in Wikipedia und Open Source und so weiter nicht wirklich messbar ihre Kompetenzen trotzdem als Wertschöpfung einbringen. Aber gerade jetzt haben wir eine unfassbare Wirtschaftsleistung, die auch nirgendwo gemessen wird im Zusammenhang mit den Freiwilligen, die sich für Flüchtlinge engagieren. Und das bekomme ich aus meinem eigenen Umfeld unmittelbar mit. Wir sind ein kleiner Ort im Norden von Brandenburg, 3.500 Einwohner, 70 Aktive in der Initiative. Da wird Integration geleistet, da werden Bildungswerte geschaffen, da wird pausenlos Deutsch unterrichtet an Kinder, an Erwachsene, da wird zu Behörden begleitet und Wohnungen renoviert, und das erscheint nirgendwo als Wertschöpfung, obwohl es selbstverständlich eine ist. Das wollte ich also gerne noch vorneweg loswerden. Vielleicht können wir das ja in der Debatte später auch mal einfließen lassen. Ja, mein Vortrag nennt sich This Time It's Different. Und zwar genau deshalb, weil ja ganz oft die Argumentation kommt, ja wie, es sind ja schon immer neue Technologien gekommen und alte Berufe ausgestorben, da hat es doch immer genug neue Berufe gegeben, oft sogar mehr Arbeitsplätze als vorher, die Menschheit ist ja gewachsen, sind auch nicht alle arbeitslos, die das Delta an Menschheit ausmachen. Es scheint aber doch viele Indikatoren zu geben, die darauf hinweisen, dass es in der Tat dieses Mal anders ist. Und dass das insbesondere die Arbeitsmärkte weltweit dramatisch erschüttern wird. Warum das so ist und warum wir insbesondere diese sehr starken Veränderungseffekte jetzt noch nicht in diesem Ausmaß spüren, auch das haben wir in der Vorrede gehört, das erklärt sich aus dem Punkt, an dem wir uns befinden, bei der sogenannten dritten industriellen Revolution. Manche machen noch eine vierte dazwischen, aber ich gehe von dieser Dreierzählung aus, die auch Jeremy Rifkin teilt. Und er definiert industrielle Revolution dergestalt, dass er davon ausgeht, wenn ein neues Energieregime auf ein neues Kommunikationsregime trifft, begleitet auch durch eine andere Logistikstrategie, dann führen diese drei Komponenten gemeinsam dazu, dass tatsächlich etwas Revolutionäres passiert in einer Gesellschaft und sich eigentlich alles verändert. Wir haben das bei der ersten gesehen, wo der ja schon eine Weile vorhandene Buchdruck irgendwann auf die Dampfmaschine traf. Und erst dieses Zusammentreffen hat dann zu einer ersten industriellen Revolution geführt. Die Dampfmaschine wurde abgelöst als Energieregime durch die fossilen Brennstoffe, wie wir alle wissen. Es wurde die Kommunikation des Buchdrucks, des Mechanischen, damals abgelöst durch die sogenannte elektrische Kommunikation, durch Fax, durch Telefon, Fernsehen, Radio, alles das. Und es gab eine zweite Explosion oder Revolution von dem, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir produzieren. Und jetzt zum dritten Mal haben wir ein neues Energieregime, die erneuerbaren Energien, die treffen auf ein neues Kommunikationsregime, nämlich alles, was wir um das Internet herum beobachten. Und auch hier gibt es logistisch eine Veränderung, wie wir bei der zweiten, die erste nannte ich ja schon, dass wir dann die Eisenbahn auch noch dazu hatten. Bei der zweiten gab es dann den ganzen Autoverkehr. Jetzt bei der dritten werden wir sehr viel geteilte Transporte haben, was natürlich auch massive Auswirkungen auf Volkswirtschaft hat. Schon allein von wie viele Autos muss ich produzieren für den gleichen Anteil an Mobilität. Wenn man sich Autos teilt, weiß man heute Pi mal Daumen, braucht man 80% weniger Autos ohne eine Einbußung an Mobilität. 80% weniger Autos produziert von der deutschen Autoindustrie wäre schon eine empfindliche Veränderung, wenn das sich überall als Modell durchsetzen würde. Das alles, jede dieser Revolutionen ging auch einher mit einer sehr starken Veränderung der Hierarchien und hierarchischen Verhältnisse, des Zugangs zu Wissen. Wer hatte Zugang zu Wissen, wer konnte es wie an wen verteilen, auf welche Weise konnte man es selbst erzeugen und verbreiten? Das
sehen wir jetzt natürlich mit dem Internet nochmal in einer ganz anderen Schwelle, aber auch, wer hatte wie viel Zugang zu Produktionsmitteln. Und da wird es jetzt in der dritten industriellen Revolution auch sehr starke Veränderungen geben. Eine davon ist die Technologie. Es gibt ja mehrere disruptive Technologien, die da gleichzeitig einherkommen. Eine ist der 3D-Druck. Man nennt das auch additives Manufacturing, weil im Unterschied zu den meisten anderen Herstellungsprozessen, die wir kennen, wo man ja üblicherweise irgendetwas wegnimmt, man bohrt ein Loch zum Beispiel, man schneidet was weg, man stanzt was aus. Das sind also die klassischen, wo man etwas wegnimmt, was in Klammern ja auch immer mit dem Anfallen von Abfall, von Produktionsabfall verbunden ist. Beim additiven Manufacturing fügt man nur das hinzu, was man als Stück auch haben will. Da fällt also im Idealfall gar kein Abfall an. Natürlich haben wir nicht immer den Idealfall, das ist schon klar. Aber hier wird, ähnlich wie Sie das vielleicht vom Tortendekorieren kennen, bei einer der Technologien, das 3D-Druck, es gibt unterschiedliche Produktionsweisen, wird einfach wie aus so einer Tortencreme-Tüte ein Würstchen nach dem anderen übereinander quasi addiert, in flüssigem, verflüssigten Zustand durch Hitze, erstarrt sofort und wie wir das vielleicht auch als Kinder kennen, wo wir so kleine Tonwürstchen übereinander gemacht haben, um eine Keramik zu formen, so ähnlich ist diese Technologie und das Ganze passiert natürlich sehr viel feiner. Das heißt, bei guten 3D-Druckern sehe ich weder Würstchen noch Linien, diese haben einfach eine wunderschöne glatte Oberfläche. Und das, was 3D-Druck auch besonders auszeichnet, ist, dass es eine Technologie ist, wo ich eine Datei nehmen kann, also eine digitale Beschreibung von einem Gegenstand und ich kann daraus diesen physischen Gegenstand erzeugen und zwar so oft ich will und wo ich will, vorausgesetzt, ich habe Zugang zu so einem 3D-Drucker. 3D-Drucker kann man sich einfache Varianten aus Bauteilen aus dem Baumarkt und Sachen, die man sich im Internet runterladen kann, für $200 selber bauen. Das ist nicht kompliziert. Mein Sohn hat es im Alter von 11 schon gemacht. Es hat funktioniert. Man kann heute gute Consumer-3D-Drucker für 1.500, 2.000 Euro kriegen. Also das ist dann wirklich schon so High-End-Consumer-Produkt. Die stehen im Mediamarkt herum, also wahrscheinlich in demnächst auch bei Tchibo im Regal. Und das Ganze gibt es natürlich kommerzieller, es gibt riesengroße Drucker, es gibt Drucker, die alles Mögliche inzwischen schon herstellen können. Vielleicht zeige ich dazu mal ein Beispiel. Das ist also noch ein Prototyp. Diese Brücke wird erst 2017 gedruckt. Da arbeiten Universitäten in Holland dran. Sie wird in Amsterdam entstehen. Aber in den Laboren sind genau diese Roboter schon am Machen. Das ist also eine Mischung aus Robotics und 3D-Druck. Die können die Technik also schon, nur daraus dann eine tatsächlich belastbare und benutzbare, mit sämtlichen Sicherheitsfragen geklärte Brücke zu bauen. Das dauert eben jetzt noch ein weiteres Jahr. Aber die können sich praktisch an einer Stelle hinstellen, diese beiden Roboter, oder werden dahingestellt, haben Zugang zu ihrem Material, verflüssigen das selber und machen aus Metall praktisch vor sich selbst eine Brücke, über die sie dann weiterlaufen und die Brücke fertig bauen. Und das kann man sich natürlich nicht nur in Amsterdam vorstellen, das kann man sich auch in unwegsamem Gelände vorstellen, das kann man sich vorstellen, wo ein Erdbeben alles kaputt macht. Man kann sich das aber auch über jeder Autobahn vorstellen, wo da einfach mal schnell eine Brücke entsteht und ich brauche nicht mal ein Gerüst. An einem anderen Beispiel möchte ich zeigen, wie diese eine Technologie nur an einem Beispiel mal durchexerziert viele Dinge dramatisch verändern wird. Also es gab das erste gedruckte selbstfahrende Auto 2014, das nannte sich Strati, von Local Motors gebaut. Und das hat schon mal ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. In dem Moment, wo ich nämlich Dinge drucke, kann ich viel komplexere Formen herstellen, weil ich eben nicht Teile, einfache Teile herstelle, die ich dann irgendwie zusammenfügen muss, was dann entweder Menschen oder Roboter machen und was halt viel Geld und Zeit kostet. Also ich kann es einfach gleich als komplexes Ding drucken. Und so kommt es, dass eben dieses Strati-Auto nicht aus 5000 Teilen besteht, wie die meisten Autos, sondern eben nur noch aus, muss gerade abgucken, 49 Teilen. Das ist eine extreme Komplexitätsreduktion, einfach durch die Anzahl der Teile. Entstanden ist dieses Strati-Auto auch im gesamten Prozess auf hochinteressante Art und Weise. Local Motors hat nämlich, und das machen die eigentlich immer für alles, was sie entwickeln, einen Crowdsourcing-Design-Wettbewerb ausgeschrieben, haben also in dem Fall ins Netz geschrieben, wir wollen da mal so ein Auto drucken, soll so ein allgemeines Consumer-Auto sein, soll schön aussehen, macht mal ein Design und schenkt uns das. Es gehört dann aber der Welt.
Und da haben sich viele Leute aus der ganzen Welt beteiligt. Ein italienisches Design hat gewonnen, wurde gedruckt, fuhr dann auch auf der Straße herum. Und das Ganze hatte eine Zeitphase vom Aufruf zum Design bis zu erstes Auto fährt irgendwo von nicht mal einem halben Jahr. Wenn Sie das der Standard-Autoindustrie erzählen, die können sich das gar nicht vorstellen, weil ein normales Auto in der Entwicklung natürlich nennenswert länger dauert. Das kostet immer noch relativ viel, aber es sind ja auch die allerersten Prototypen. Das kostet $20,000. Das geht noch sehr viel teurer, nämlich ein Jahr ungefähr später, 2015, kam dieses DM Blade, das Supercar, auf den Markt. Das sieht schon viel schnittiger aus. Das hat also unfassbare Leistungswerte, finde ich, so 700 PS. Das ist schon mal was. Von 0 auf 60 Meilen in 2 Sekunden ist jetzt auch echt nicht schlecht, wenn man auf sehr schnelle Autos steht. Dazu gehöre ich nicht. Aber was mich sehr viel mehr beeindruckt, ist etwas anderes. Und jetzt werde ich mal meine roten Kringel hier aktivieren. Das ist nämlich der Umstand, dass man dieses Supercar ohne Ausbildung, ohne Vorkenntnisse, genau wie Lego-Technik oder ein IKEA-Regal, in 30 Minuten die Karosserie zusammenbauen kann. Jeder, der hier im Raum sitzt, kann das tun. Und jetzt stellen Sie sich das mal für eine deutsche Autoindustrie vor, wenn die Leute anfangen, ihre Autos quasi wie Steckmodelle selber zusammenzubauen. Dieses Auto ist zwar auch gedruckt, aber nicht ausschließlich. In Klammern, bestimmte Bauteile wie Motoren sind nicht gedruckt, sondern das sind einfach konventionelle Motoren, die man da eingebaut hat. Ich rede jetzt wirklich von der Karosserie so ringsherum. Bei diesem Auto hat man sich gedacht, warum soll ich denn Dinge drucken, die ich in der Industrie extrem billig herstellen kann? Zum Beispiel Stangen, Röhren aus Carbon. Man hat sich also gedacht, gut, dann lasse ich die konventionell herstellen, diese Carbonröhren. Ich stecke die aber, und vielleicht hat der eine von Ihnen, ein oder andere von Ihnen Kinder, die gerne Lego-Technik bauen. Da gibt es manchmal so Verbindungselemente. Die sehen immer ganz kryptisch aus und haben so viele kleine Rüsselchen, in die man halt Sachen reinstecken kann. Und genau so funktioniert die Konstruktion dieser Karosserie. Ich habe also die fertigen, industriell billig hergestellten Carbonröhren und hochkomplexe Verbindungsstücke, die ich einfach nur durchnummerieren muss. Und dann nehme ich halt Teil A, stecke das zusammen mit einer beliebigen Röhre in der richtigen Länge, und dann nehme ich halt Teil B an die andere Seite, und mehr muss ich dazu nicht wissen. Und das Herstellen dieser komplexen Verbindungselemente ist im 3D-Druck also extrem einfach. Komplexität kostet gedruckt praktisch nichts. Es kostet auch das Umrüsten praktisch nichts. Wenn also irgendeiner daherkommt und sagt, an meinem Auto hätte ich aber gern Mausezähnchen auf dem Spiegel, dann ist es halt ein paar Mal geklickt am Bildschirm, und dann drücke ich auf Drucken, und dann druckt es die Mausezähnchen, ohne dass es eine Umrüstung erfordert, ohne dass es in der Produktion mehr kostet als die 3 Gramm mehr Material für die Mausezähnchen am Spiegel. Also das sind Dinge, die halt wirklich disruptiv wirken werden auf die Produktion, nur an diesem Beispiel. Dadurch, dass ich diese Autos so anders herstellen kann, brauche ich ja diese extrem großen Fabriken nicht mehr. Ich brauche nicht die ganzen Roboterstraßen, die da aktiv sind. Und das alles heißt, ich brauche viel weniger Investmentkapital. Ich brauche nicht ein Minimum von 1 Milliarde Euro, um überhaupt auf den Autoproduktionsmarkt als neuer Entrant sozusagen reinzugehen. Ich brauche in dem Fall immer noch 20 Millionen, was ich relativ viel finde. Perspektivisch brauche ich aber noch sehr viel weniger. Und Local Motors zum Beispiel, die den Strati, den ersten, hergestellt haben, die sehen sich selbst, deswegen heißen sie Local Motors, als dezentrale, regionale Mini-Autofabriken oder beliebige andere Gegenstände-Herstellfabriken. Im Moment fokussieren sie auf Autos. Mit Airbus machen sie aber gerade zusammen auch ein Drohnenprojekt. Und die sind gerade dabei, in 100 Standorten weltweit diese Mini-Fabriken aufzubauen. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in Berlin bauen sie gerade eine auf. Und dann gibt es diese Autos auch hier. Und Strati sagt auch, da wir wieder verwendbares Material benutzen, man kann das ja alles wieder einschmelzen und neu ausdrucken, wer von uns ein neues Auto will, der kann einfach sein altes vorbeibringen und kriegt dann entsprechend massiven Materialrabatt, weil ich kann es schreddern, oben wieder reinwerfen und unten kommt ein neues Auto raus. Und das geht dann schon in Richtung geschlossene Kreisläufe, auch wenn da noch einiges an Forschung erforderlich ist. Wenn wir schon vom Thema Auto reden, also dieses Supercar, ich konnte keinen Preis herausfinden, das nehme ich mal an, ist noch ein echt teures Auto, aber es ist ja auch ganz am Anfang des Prozesses. Es gibt auch schon
nicht überraschend, aus China die ganz billig Variante, die ist auch aus dem Jahr 2015, mit ganz konventionellem Filament. Das ist also dieses Druckmaterial, was man bei dieser Drucktechnologie verwendet. Sieht ein bisschen aus wie eine Kabeltrommel mit aufgerollten Plastikschnürchen drauf. Und die haben einfach ein stinknormales, am Markt befindliches PLA-Plastik dafür verwendet und haben da in Gold dieses Auto ausgedruckt. Und das fährt nicht besonders schnell, aber für den chinesischen Innenstadtverkehr völlig ausreichend. Da kann man meistens nicht mal so schnell fahren, einfach aus Verkehrsgründen. Und es kostet keine 2000 Dollar. Auch das verändert natürlich nennenswert Zusammenhänge in einer Volkswirtschaft. Durch 3D-Druck passiert also sehr viel. Einmal kann ich komplexe Produktionsprozesse, komplexe Teile in einem Ritt herstellen. Die ganze Assembly fällt einfach weg als Prozessschritte. Ich brauche keine Umrüstungen mehr machen. Damit fallen ganz oft viele Zulieferindustrien weg, die bestimmte dieser vielen 5000 Bauteile hergestellt haben. Wenn ich die nicht mehr brauche, brauche ich auch die Zulieferer nicht mehr. Und wie schon erwähnt, senkt es sehr stark Markteintrittsschwellen. Ich werde also in Zukunft weniger die großen Unternehmen haben, als vielmehr kleine, die ganz neu entstehen. Auch einer der Gründe, warum man solche Veränderungen und die vor allem den dafür erforderlichen Investitionseinsatz in den großen Firmen nicht sieht, weil die das tatsächlich komplett verschlafen und eines Tages aufwachen werden und es sind halt so ganz viele Champignon-Alternativen entstanden, überall querbeet gewachsen. Die haben dann als Mini-Startups die Investitionen getätigt und werden möglicherweise die Großindustrien eines Tages aushebeln. Was diese Art anders zu produzieren auch bedeutet, ist, dass ganz viel Logistik wegfällt. Wenn ich eben nur noch diese 49 Teile habe und die vor Ort herstelle, weil ich sie drucken kann, dann muss ich die eben auch nicht von irgendwoher bestellen und liefern lassen. Ich brauche auch keine monströs großen Lager, weil ja irgendwann mal ein Mensch mit einem 20 Jahre alten Auto kommt und ein Ersatzteil braucht. Wenn der das braucht, gucke ich in der Datenbank, lade mir die File runter, drücke auf Druck und dann wird es genau dann hergestellt, wenn dieser Ersatzteilbedarf besteht. Vielleicht lege ich mir auch eins aufs Lager, aber mehr brauche ich da eigentlich nicht haben. Also das ganze Thema Lagerhaltung und Transport verändert sich auch entscheidend. Überall da hängen natürlich Arbeitsplätze dran. Dieses Ding ist etwas launisch. Das war zu schnell. Große Einflüsse gibt es auch auf, ich habe das mal Produktionsgeografie genannt. In der VWL gibt es da ja vielleicht einen passenderen Begriff dafür, aber ich meine damit, wo befinden sich welche Standorte? Man hat ja die ganzen Jahre immer von Globalisierungseffekten gesprochen und ja auch ganz zu Recht. Die Fabriken sind immer dahin gezogen, wo die Arbeitsplätze oder die Arbeitskräfte besonders billig waren. In einer 3D-Druckwelt spielt das gar keine Rolle mehr. Das heißt, ich kann die eigentlich zurückholen, weil ja der ganze Transport Zeit und Geld kostet und ich den ja sparen kann, wenn ich einfach dezentral wie Local Motors in Berlin einfach hier Sachen herstelle. Also es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass viele Produktionsstätten wieder konsumernah zurückziehen, weil die Wettbewerbsvorteile billiger Arbeitskräfte, wenn ich die Arbeitskräfte gar nicht mehr in dem Maße brauche, schlicht wegfallen oder gar nicht mehr ins Gewicht. Und es wird sicherlich damit einhergehen, die schon erwähnte, ich glaube, extreme Dezentralisierung von überhaupt Produktionsstätten. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass es eine tatsächliche Demokratisierung von Produktionsmitteln ist, weil ich ja über so eine 3D-Drucker praktisch jeder Mensch Zugang zu Produktionsmitteln hat, auch für hochkomplexe Tätigkeiten. Ich habe meine Schwester neulich schwer geschockt, die ist Goldschmiedin, also die stellt zum Beispiel solche Sachen her, was sie hervorragend kann, weil sie die Kombination aus Kreativität hat, aber auch aus handwerklichem Geschick. Jetzt könnte jemand anders aber auch kreativ sein, nur das handwerkliche Geschick nicht haben. Das ist heute keine Eintrittsbarriere mehr. Ich kann heute genau so einen Ring nehmen, kann ihn designen, eine Datei draus machen, an eine Firma wie Shapeways schicken und sagen, druck mir mal in Platin, druck in Gold, druck in Silber, drucke das in der Mitte in Gold und das Außen in Silber und dann kriege ich das 3 Tage später mit einem Amazon-artigen Päckchen nach Hause geschickt, bezahle praktisch den Materialpreis entsprechend den Druck und kann so zum Anbieter werden, selbst ohne Gold schmieden zu können und das ist optisch nicht unterscheidbar. Also auch da werden Markteintrittsbarrieren gesenkt. Ich muss, wenn ich jetzt meine Schwester wäre, nicht mehr so viel Material investieren, das vielleicht auf Halde liegt, weil nur Menschen kommen mit falschen Ringgrößen, sondern ich produziere das einfach nur dann
in genau der Größe, wo der Bedarf da ist. Und an diesem kleinen Beispiel kann man hoffentlich das sich auch vorstellen, wie das im Größeren funktionieren kann und wie das viel mehr dazu führen kann, dass wir auch mehr Unternehmertum haben werden. Ja, insgesamt kann man es, glaube ich, raushören. Das führt zu dramatischem Wegfall von Arbeitsplätzen, zu einer Wanderung von Arbeitsplätzen von einem Ort an einen anderen, selbst über Kontinente hinweg, zu einer sehr starken Veränderung von Arbeitsplätzen, denn selbst die verbleiben, für die werden sich die Qualifikationsprofile komplett verschieben. Die müssen andere Dinge können. In der Autoindustrie muss man dann eben nicht mehr Zeug schrauben können, sondern man muss 3D-Druck designen können oder 3D-Drucker betreuen können oder irgendwelche anderen Dinge. Es wird eine weitere, sehr starke Flexibilisierung geben. Es wird damit auch neue Jobs entstehen, weiß ich, Kraut-Dispatcher, ja, der zum Beispiel so eine Krautdesigns einsammelt, auswertet und sich dann überlegt, welches man nimmt, oder wenn bestimmte Module an unterschiedlichen Orten entwickelt werden, das zu einem großen Ganzen zusammenzufügen, Projekte und Arbeitspakete daraus zu machen und die entsprechend zu bewerten. Also alles das sind Aufgaben, die gibt es alle heute schon, aber die Dimension davon wird sich sehr stark verändern. Und alles das, was ich beschrieben habe, ist nur 3D-Druck. Das ist aber nicht die einzige disruptive Technologie. Hätte ich jetzt 1,5 Stunden Zeit, könnte ich auch viel mehr über all die anderen noch erzählen. Das kann ich nicht. Also die Einflüsse, die künstliche Intelligenz hat und so weiter. Ich werde aber kursorisch natürlich trotzdem darauf eingehen. Warum ist es heute anders? Wir haben in früheren Zeiten, wenn wir zum Beispiel gucken, es gab in den USA eine Zeit ungefähr um 1900, haben über 40% aller Beschäftigten in der Landwirtschaft gearbeitet. Im Jahre 2000 waren es noch 2%. Die sind nicht alle arbeitslos geworden, sondern da sind neue Berufe entstanden. Und man konnte in der Vergangenheit relativ gut aufzeigen, dass mindestens gleich viel Jobs wie in alten Bereichen weggefallen sind, in neuen Bereichen neu entstanden sind. Und dieser Zusammenhang ist heute anders. Es sind schon, also man sagt ja ungefähr in den 80er Jahren ging das mit der Computerrevolution los, in den 90ern mit dem Internet. In den 80ern hat man noch einen Zuwachs von Arbeitsplätzen in neuen Bereichen von 8% gehabt. In der nächsten Dekade war es nur noch halb so viel, da waren es 4%. Und in den Nullerjahren, da waren es nur noch 0,5%. Also die Zuwächse sind wirklich minimal, obwohl die Produktivitätszuwächse natürlich trotzdem da sind. Aber ich kann sie anders messen. Wie messe ich denn Google-Output im Vergleich zu VW? Das ist nicht so trivial. Aber die Arbeitsplätze, die da entstehen, sind einfach sehr viel weniger, ja. Gleichzeitig haben wir eine Veränderungsgeschwindigkeit, die in dieser Form einfach noch nie da war. Und wenn Sie sich nochmal diese gaußschen Glockenkurven erinnern, dieses senkrechte Stück kommt ja erst noch. Wir sind noch da unten und wir sind noch an dem Punkt, wo die alte Technologie, die zweite industrielle Revolution, sich auf ihrem absteigenden Ast befindet und die neue jetzt gerade dabei ist, kurz vor dem Durchstarten. Deswegen sehen Sie die Effekte noch nicht so doll. Das behindert sich auch gegenseitig, also da knirscht es im Getriebe. Es wird aber dazu kommen und dann wird es noch viel, viel, viel schneller gehen mit dramatischen Preisverfällen. Also wenn man zum Beispiel eine DNA-Analyse, so ein Genom, das hat ja Millionen und Abermillionen gekostet vor nicht mal 20 Jahren. Heute kann ich das für $20 haben. Und ähnliche Entwicklungen gibt es auch in den Robotics-Bereichen zum Beispiel. Also man rechnet inzwischen für 2017 mit Refinanzierungszeiten für Automatisierung von 1 bis 2 Jahren. Das ist wirklich wenig für eine Firma, die da Geld in die Hand nehmen soll, um solche Technologien einzusetzen. Wir haben aber Entwicklungen auch im Bereich Materialwirtschaft, also überhaupt Materialentwicklung, einer der spannendsten Bereiche schlechthin. Künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, Nanotechnologien, überhaupt der ganze Bereich Biotechnologie. Alle diese Technologien verstärken sich massiv gegenseitig, weil sie ganz oft in Kombinationen vorkommen. Und jede einzelne hat solche Auswirkungen, wie die ich nur für den 3D-Druck etwas ausführlicher beschrieben habe. Wir haben auch das ein oder andere neu gelernt. Also die Prognosen gibt es ja schon länger, wie solche Technologien die Welt verändern werden. Wir haben uns aber relativ lange eingebildet, das betrifft einfache Jobs, repetitive, das, wo man dachte, na ja, nur die Fließbandjobs, das machen dann halt die Roboter.
die schlechter bezahlten, mit geringerer Ausbildung, also alles, was man so klassische Arbeiterjobs auch genannt hat. Man ging davon aus, dass es hauptsächlich diese Jobs betreffen wird. Und das ist wirklich nicht so. Und inzwischen weiß man das, weil man diese Dinge schon erlebt. Das ist noch nicht in einem Skaliermaßstab. Deswegen sehen Sie es nicht massenhaft. Aber Sie sehen es punktuell und überall verbreitet. Also mehr als Pilotprojekte, mehr als Labor. Es ist schon im realen Leben tatsächlich angekommen. Wir sehen viele Berufe, die betroffen sind mit sehr hoher Ausbildung, mit Spezialqualifikationen. Wir sehen selbst in Berufen, wo es eine hohe Anforderung an Kreativität gibt, auch wenn das eine Anti-Automatisierungsbarriere immer noch ist und noch lange bleiben wird, selbst da, wo wir es uns gar nicht vorstellen konnten, da sehen wir inzwischen, wie künstliche Intelligenz und Roboter quasi Menschen ersetzen. Und es gibt tatsächlich auch Einsatz dieser Technologien in Bereichen, wo wir es gar nicht gedacht haben, zum Beispiel in der Bildung, in der Pflege, also wenn man so von direktem Mensch-zu-Mensch-Kontakt, die ganzen sozialen Berufe, da haben wir lange gedacht, die sind 100% sicher, wer will denn von einem Roboter gepflegt werden? Inzwischen wissen wir, in Japan gibt es tatsächlich eine Menge Menschen, die sich sagen, eben mich gar keiner pflegt, nehme ich doch so einen freundlichen Roboter, der lässt mich wenigstens nicht fallen und hat auch nie Bandscheibenvorfall. Ja, qualitativ mal aus drei Bereichen Beispiele. Aus dem einen Bereich im Gesundheitswesen, einer der Bereiche, wo man gedacht hat, da werden die Roboter also sich nicht so wirklich vorwagen. Inzwischen machen Roboter schon Nierentransplantationen komplett autonom, ganz alleine. Also da stehen noch Leute daneben und gucken zu, so ist ja nicht. Ist ein bisschen wie Autopilot. Ja, der Pilot sitzt ja auch noch im Flugzeug daneben, aber er fliegt eigentlich gar nicht mehr. Bestenfalls startet dann noch und landet noch, aber der ganze Rest ist praktisch, fliegt das Flugzeug alleine. Und so ähnlich ist es bei diesen Nierentransplantationen, nur dass keiner mehr Start und Landung macht. Es gibt also Roboter, die machen das ganz alleine. Es gibt OP-Assistenzroboter. Zum Beispiel können Roboter viel besser als jeder menschliche Operateur Adern zusammennähen, und zwar extrem schnell. Das heißt, manchmal teilen die sich die Aufgabe. Der eine, der transplantiert irgendwie ein Stückchen Organ, und der andere, also der Roboter, steht neben dem Menschoperateur und näht alle Adern zusammen. Was eine extreme Zeitreduktion, also eine Dauerreduktion dieser sehr komplizierten OPs bedeutet. Und man hat einen direkten Zusammenhang längst nachgewiesen zwischen der Dauer solcher Operationen und der Überlebensrate der betroffenen Menschen. Da geht es also nicht nur darum, Operateurzeit zu sparen und damit natürlich Kosten, sondern es geht auch um Überlebensraten. Man weiß auch, dass Roboteroperationen minimalinvasiver durchgeführt werden können, dass sie weniger Schaden anrichten. Die zittern nicht und können also an bestimmte, sie haben also keine Bewegungseinschränkung, die jeder Mensch mit seinen Händen hat. Die können einfach überall hin, auch da, wo wir jetzt nicht so gut hinkommen, und können das also auch sehr, sehr winzig und sehr klein machen. Und dadurch können sie also Operationen mit viel weniger Schaden durchführen. Auch das mit gesteigerten Ergebnissen. Was inzwischen künstliche Intelligenz auch hervorragend hinbekommt, und zwar im Sinne einer lernenden Software, die also aus Erfahrungen auch lernt, das ist der Bereich Zellanalyse. Also so ein Watson-Computer von IBM, der ist eine solche lernende Software, die zieht sich da Millionen und Abermillionen, die schafft in einer Sekunde 60 Millionen Seiten, nur dass man mal eine Vorstellung hat, zum Beispiel von Zellkulturen rein und lernt zu analysieren, welche von diesen Zellen Krebszellen sind, bösartige Krebszellen, und welche anderweitig auffällig und welche harmlose sonstige Zellen sind, und kann das tatsächlich super gut. Inzwischen können künstliche Intelligenzen Diagnosen stellen und Behandlungspläne entwickeln, und das auch nicht nur, wenn einer da Ihnen was vorhustet und Sie können das Geräusch des Hustens analysieren, sondern Sie sind inzwischen mindestens so gut wie Therapeuten darin zu erkennen, ob ein Mensch eine posttraumatische Belastungsstörung hat oder eine Depression. Und das ist ja auch mehr so ein Bereich, wo man gedacht hätte, nee, da muss man jetzt aber wirklich ein Mensch sein, um das zu können. Nein, muss man nicht. Bei der Kreativität haben wir gedacht, das machen die bestimmt nicht. Das ist ein ganz realer, wie sagt man, also eine reale Bühne. Das ist also ein YouTube-Screenshot praktisch. Das sind also ganz kleine Punkte, das sind also Menschen, die mit ihren Handys da rumwedeln. Und da waren Tausende in dieser Halle.
und zwar ausschließlich, um Hatsune Miku zuzuhören, ein sogenannter Vocaloid. Das ist diese Figur, die man da so rechts in der Ecke sieht, die ein bisschen aussieht wie so eine Manga-Figur und kommt ja auch aus Japan. Aber in 2016 hat sie eine Tournee in Nordamerika, in Chicago, in San Francisco, in Washington und in allen möglichen Städten, hat einen Milliardenumsatz an Merchandise, hat 2014 den Auftakt bei jedem Auftritt von Lady Gaga bei ihrer Welttournee gemacht. Also hier kennt die komischerweise gar keiner. Aber sie ist eigentlich nur ein Hologramm mit künstlich erzeugter Musik. Sie wird begleitet von Hologrammtänzern auf der Bühne. Also das machen die auch. Es gibt inzwischen Computer, da gibt man dann ein ganz viele Werke von Mozart und sagt, komponier mal sowas Ähnliches wie das da. Und dann kann es tatsächlich, kann man auf YouTube sich auch reinziehen, Musik erzeugen, die mindestens ein Laie tatsächlich für Mozart halten würde, weil es hört sich genauso an. Das kann auch im Stile von X oder Y Musik produzieren. Ganz eigene Musik zu erzeugen, ist ein bisschen schwieriger, aber selbst da kann künstliche Intelligenzen lernen, was der Durchschnittsmensch als schön und harmonisch empfindet und kann daraus neue Musik herstellen, von der man nicht hören kann, dass sie einen Computer geschrieben hat. Auch Rezepte können inzwischen schon erfunden werden und es soll lecker schmecken. Ja, im Bereich Dienstleistungen auch ein paar Beispiele. Das, was Sie bei dem alten Herrn auf dem Schoß sehen, ist also eine ganz berühmte japanische Roboterrobbe. Die hat also ein schönes, weiches Fell und gibt auch Reaktionen von sich, wenn man sie krault und streichelt. Sie hat Sensoren und kann also bestimmte Dinge feststellen. Zum Beispiel, ob sie lange nicht bewegt worden ist und hat auch Geräuschsensoren und kann so Alltagsassistenz für Demenzkranke sein, überhaupt für Menschen, die sehr einsam sind, ältere Menschen und kann halt so ein Auge auf sie werfen. Und es gibt inzwischen diverse Alltagsassistenzroboter, denen man zum Beispiel sagen kann, wenn es an der Tür klingelt, geh mal, guck, wer da ist und mach auf, wenn es einer ist, von dem du weißt, dass es okay, da aufzumachen. Oder ruf mal meinen Enkel an, da weiß der, welche Nummer das ist, der wählt die Nummer, der ruft da an. Auf dem Display kann man dann den Enkel sehen, wenn er das entsprechend eingestellt hat. Also das gibt es schon massiv, vor allem in Japan, aber nicht nur dort. In anderen Bereichen, wie in der Bildung, sind künstliche Intelligenzen auch schon im Einsatz. In den USA zum Beispiel sind sie quasi Vertretungslehrer. Das macht dann auch so ein Hologramm, das einem Dinge beibringt. Forschungsinstitut in Deutschland, ich meine in Karlsruhe, forscht gerade am Einsatz von Robotern, die Flüchtlingskindern die deutsche Sprache beibringen und diese Kinder lieben es. Also selbst da wäre es vielleicht möglich oder ist faktisch möglich. In Restaurants kann man sie finden. Man kann sie, einer der Roboter, die man da zum Beispiel auch auf der CeBIT sehen konnte, der Pepper, der wird auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen künftig Touristen betreuen. Da kann das in ganz vielen Sprachen mehr als ein normaler Betreuer auf so einem Schiff in der Lage wäre zu tun und kann Leute auch von A nach B führen, kann Fragen beantworten und alles Mögliche. Aber selbst in der Finanzindustrie, Risikoanalysen können Computer wie der von Watson von IBM schon hervorragend, können Investitionsempfehlungen abgeben, Portfolio analysieren. Also das sind so die klassischen White-Collar-Jobs, die hoch bezahlt sind, viel Ausbildung und Erfahrung brauchten und wo inzwischen künstliche Intelligenzen nicht mehr hinterherstehen. Es gibt natürlich Prognosen auch zu, wie viele Arbeitsplätze fallen denn dadurch jetzt weg. Die variieren natürlich sehr stark. Ich habe mal eine vom Anfang des Jahres genommen aus Oxford, wo unterschieden nach einigen Ländern, der Durchschnitt OECD zum Beispiel liegt bei 57% Jobs könnten wegfallen, sind also wegfallfähig von ihrer Anlage her. Und das reicht bis 85% in Ländern wie Äthiopien, wo halt bestimmte Prozesse, zum Beispiel Landwirtschaft, noch auf einem ganz früheren Stadium ist oder wo halt sehr viel weghin globalisiert wurde, was dann einfach wieder wegglobalisiert wird. Und dafür gibt es dann dort wenig Ersatz. Was verbleibt, verändert sich. Ich habe mal ein Zitat vom World Economic Forum mitgebracht, auch vom Anfang diesen Jahres. Die gehen davon aus, dass ein Drittel der Kernkompetenzen, die man für die meisten Berufe braucht, in der Zukunft heute überhaupt nicht ein wesentlicher Bestandteil dieser Jobs sind. Und dann gibt es da eine Liste von allen möglichen Berufstypen, wo das mal differenziert worden ist. Für zwei habe ich es mal mit aufgeschrieben. 43% der Skills, die man in Finanzdienstleistungen braucht, zum Beispiel, werden neue Skills sein.
und Mobilitätsdiensten, die es dann auch nicht mehr so viele geben wird, wenn die Autos alle selber fahren. Da sind es dann eben auch ganz andere Anforderungen, zum Beispiel Dispatcher für solche Autos statt Autos fahren. Daraus ergeben sich natürlich Herausforderungen. Wie gehen wir denn damit um? Wie gehen wir damit um, dass Millionen Menschen an unterschiedlichen Mengen, an unterschiedlichen Orten arbeitslos werden? Was machen wir, wenn damit neue Völkerwanderungen in Gang gesetzt werden? Was soll denn Äthiopien machen? Da hungern jetzt schon Millionen, wenn dann noch da, ob es jetzt 85% oder 40% sind, eigentlich fast egal. Es werden dort besonders viele sein, so viel ist klar. Wie geht man damit um, wenn die dann sich auch auf den Weg machen? Wie gehen wir damit um, dass in jedem, praktisch jedem Beruf, den wir haben, egal ob es ein Arzt ist, eine Lehrerin ist oder eine Wissenschaftlerin, selbst in künstlerischen Bereichen, die Qualifikationsanforderungen sich so stark verändern werden? Was machen wir mit diesem großen Skill-Gap-Problem? Wie matchen wir dann überhaupt die verfügbaren Leute mit den offenen Jobs, die es dann noch gibt? Und last but not least, wie geht man damit um, dass es eine enorme Unsicherheit in großen Teilen der Bevölkerung geben wird? Die Antworten, ich habe nur zwei jetzt mal vorgeschlagen, aber es geht an Bildung überhaupt nichts vorbei. Also wir werden mehr als je zuvor in Bildung investieren müssen, und zwar auch nicht bloß in Schulbildung. Selbst Schulbildung bildet Kinder nicht für diese Zukunft aus. Ich habe das Glück, dass mein Sohn auf eine Schule geht, die haben sogar ein 3D-Drucklabor, da können sie alles Mögliche an schrägen Dingen machen und einfach mal ausprobieren. Ohne dass die Kinder haben ja diese Einschränkungen noch nicht. Wir haben ja im Geist ganz oft die Fertigungstechniken, gerade Ingenieure, die durch die Ausbildung, die klassische, gegangen sind, die haben schon so viele Schranken im Kopf, was geht und was nicht geht. Wenn Kinder ganz früh lernen, ohne diese Einschränkungen je kennengelernt zu haben, was mit 3D-Druck möglich ist, dann haben die eine völlig andere, praktisch eine grenzenlose Fantasie, sich auch solche Dinge auszudenken. Und das muss man fördern. Das ist ja auch was, was wir schon lange erzählen, dass man also mehr die Lernfähigkeiten und Kreativitätspotenziale fördern muss, als Wissen reinzutrichtern, für das ich eigentlich keine Menschen mehr brauche im engeren Sinne. Wir brauchen aber vor allem auch jenseits der Schule Ausbildung. Also lebenslanges Lernen muss lebenslanges Lernen bedeuten. Und ich muss das als Gesellschaft massiv finanzieren. Ich muss da hinein investieren. Sonst gibt es tatsächlich besonders große Gefahren, weil eben diese Skill Gaps nicht weggehen und zu sozialen Unruhen führen werden. Ich glaube auch, dass wir an radikalen sozialen Reformen nicht drumherum kommen werden. Wir können die Würde des Menschen nicht mehr davon abhängig machen, ob jemand eine bezahlte Erwerbstätigkeit hat oder nicht in einem solchen Zukunftsszenario. Das heißt, wir brauchen mal scheuklappenfreie Überlegungen, Untersuchungen, wie geht denn ein bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht doch? Es sagen viel zu viele Menschen einfach ganz schnell, nein, geht sowieso nicht, ohne es mal ganz genau zu überlegen, unter welchen Bedingungen es vielleicht doch gehen würde und was in der Zukunft überhaupt die Alternativen zu einem solchen Modell sein können. Ja, und damit danke ich Ihnen herzlich für das Zuhören, das Entführen lassen in die Zukunft. Vielleicht klang sie Ihnen ein wenig schwarz, aber ich finde, dass es nicht nur schwierige Zeiten werden, sondern garantiert die aufregendsten, die zumindest ich mir vorstellen könnte. Ich bin heilfroh, in dieser Zeit zu leben und nicht in einer anderen, weil ich anders als bei den industriellen Revolutionen vor 150 Jahren mir nicht vorstellen muss, was meine Enkel mal erleben, sondern ich werde die meisten dieser Dinge in meiner Lebenszeit alle selber noch sehen und die meisten von ihnen auch noch, weil das alles so viel schneller passieren wird. Und das, finde ich, ist Grund zur Hoffnung, aber es ist auch eine Aufgabe und eine Verantwortung an uns alle. Danke. Mikrofon teile ich mir mit Ihnen. Vielen Dank, Sie sind gleich maximal reingegangen in das Thema mit diesem Blick in die Zukunft. Ich würde einige der Fragen, die Sie aufgeworfen haben, Grundeinkommen und so weiter, gerne dann wirklich in der Abschlussrunde diskutieren, weil das einfach so große Fragen sind, aber jetzt trotzdem die Gelegenheit zu fragen, zu Ihrem Vortrag konkret, so ungefähr 10 Minuten, und wenn sich keiner meldet, dann habe ich mir schon ein ganzes Blatt voll aufgeschrieben. Aber bitte, gibt es Fragen? Ich glaube, es gibt auch ein Mikrofon. Ja? Kommt. Ja,
Michael Berndt, Physiker, Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Unternehmens und Mitglied der Piratenpartei. Ich möchte auf zwei Punkte nochmal eingehen, sie nochmal herausheben. Sie haben die Kreativität angesprochen und zum Schluss das Grundeinkommen. Wir beschäftigen uns sehr mit dieser Thematik, haben gerade vor zwei Wochen bundesweit eine Themenwoche gemacht, Grundeinkommen und Industrie von morgen. Mich würde interessieren, wann setzt diese Entwicklung ein? Welche Voraussetzungen sind erforderlich? Sie haben Kreativität angesprochen. Ja, wir haben ein Bildungssystem, das die Freiräume für unsere Jugend massiv einschränkt, kreativ zu werden, Kreativität zu entwickeln. Und wenn junge Menschen, junge Unternehmer sich mit innovativen Techniken auseinandersetzen wollen, brauchen sie eine soziale Absicherung, zum Beispiel ein Grundeinkommen. So, das ist der eine Punkt. Müssen wir unser Bildungssystem diskutieren? Müssen wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen ändern? Der zweite Aspekt ist, seit dem Innovationspreis ist bekannt, Airbus fertigt Teile mit 3D-Druck. Mein Schwager arbeitet seit 25 Jahren in der Adam Opel AG in der Entwicklung von Motoren, sagt 3D-Druck, das ist für uns eine alte Geschichte. Das kennen wir seit über 10 Jahren, setzen wir aber nur punktuell in Ausnahmefällen technisch ein. So, ist das jetzt eine Frage des Tipping Points, dass die Technik so billig wird, dass jeder sie kennt? Ist das der Start der neuen Revolution? Oder sind es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen? Oder ist es beides? Ja. Vielleicht haben wir erst zwei Fragen hier in der ersten Reihe noch. Und dann, oder haben wir drei Fragen. Dann. Elke Holst vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich mache dort auch die Gender Studies. Insofern interessiert mich natürlich, wenn ich das gehört habe, was auch mit dem Geschlechterverhältnis ist. Denn du hast ja dargestellt, dass eigentlich vor allen Dingen im Produktionsbereich sich was verändert und dort sozusagen die Berufe teilweise wegfallen, sich verändern. Was bedeutet es daraufhin? Und ich möchte mal anschließen, was Sie gesagt haben. Wo ist denn da die Grenze? Ich denke ja zum Beispiel, die Rollen der Geschlechter hängen ja auch viel damit zusammen, welche Aufgaben man im Haushalt hat. Da kann sicherlich auch ein Teil die Roboter übernehmen. Aber wenn ich mal ganz provozierend in die Zukunft denke, müssten ja auch Gebärmaschinen möglich sein. Ist es möglich oder gibt es bei den Menschen auch Grenzen, dass sie sagen, nö, das wollen wir nicht, das wollen wir? Wie kann man das interpretieren? Und im Prinzip würde mich auch eben ein Ausblick auf die Zukunft interessieren, ja, wie sich das menschliche Miteinander unter den Genderbedingungen, die du ja auch untersucht hast, sich darstellt. Roland Schneider, Gewerkschafter. Ich fand Ihren Vortrag faszinierend. Ich könnte ein weiteres Beispiel anführen. Ich bin gerade zurückgekommen aus Korea, wo ein Google-gesponsertes Computerprogramm den Go-Weltmeister besiegt hat in 5 Spielen, 4-1. Aber ich habe den Eindruck, Frau Domscheit-Berg, Ihr Szenario geht davon aus, dass sich die technischen Möglichkeiten auch bedingungslos durchsetzen. Und da habe ich doch Zweifel, also ich sehe da, und da will ich gar nicht auf die Gewerkschaften verweisen, sozusagen auch Gegenkräfte am Werk, das historisch, denke ich, kann man das belegen. Da würde mich dann interessieren, inwieweit Sie das Argument Techno-Optimismus oder Technik-Determinismus zurückweisen. Zweiter Punkt, was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist in Ihrem Vortrag, ist der Fokus auf das, was eigentlich mehr als Sharing Economy, Digital Capitalism bezeichnet wird. Und ich finde, auch dort werden wir wesentliche, weitreichende, disruptive Veränderungen erleben. Und ich denke, das sollte unsere Aufmerksamkeit auch noch erfordern. Danke. Hintereinander abzuarbeiten, bis auf bedingungsloses Grundeinkommen. Grundsätzlich habe ich mich dazu ja schon geäußert und den Rest machen wir dann etwas tiefer in der Abschlussrunde. Ja, Bildung müssen wir verändern. Also das aktuelle Bildungssystem bereitet unsere Jugend also praktisch überhaupt nicht auf diese Zukunft vor. Man kann natürlich fragen, welches andere nationale Bildungssystem macht das denn? Richtig toll macht es eigentlich gar keins, aber man kann es natürlich sehr viel besser machen.
Das passiert auch nicht von heute auf morgen, weil natürlich hat es auch mit Lehrerqualifikationen zu tun, mit Generationen, auf die man da trifft, mit Ausstattungen, die man hat oder nicht hat. 3D-Drucker kosten nicht die Welt, aber so ein ganzes Labor einrichten kostet eben doch Geld, das die meisten Schulen nicht haben, weil nicht mal die Toiletten saniert sind. Also das sind natürlich, das ist eine Frage von Prioritäten, die in unserem Land getroffen werden auf eine vielleicht nicht so schöne Art und Weise. Haben wir in Deutschland die richtigen Voraussetzungen oder nicht? Also ich zitiere mal einen Artikel, den ich geschrieben habe, die Überschrift des Artikels für das Manager-Magazin, der hat sinngemäß den Titel »Die deutsche Industrie verschläft den 3D-Druck«, weil ich nehme das so wahr. Da geht eine Technologie fast ganz an uns vorbei, weil wir die vielleicht bei Airbus irgendwo relativ eine große Rolle spielt, bei den meisten anderen Unternehmen, wenn überhaupt, sich aber irgendwo in den Prototypherstellungen, in den A&D-Abteilungen wiederfindet, aber eben nicht in diesem, wie kann ich eigentlich mit der Technik alles komplett anders machen? Man kann aus dieser alten Schublade der Fertigungstechniken nicht wirklich raus. Man kann sich die anderen Geschäftsmodelle, die da möglich sind, nicht mal vorstellen. Und deswegen tut man so, als wären sie nicht da, was sich halt mittelfristig und langfristig also auswirken wird. Warum ist der 3D-Druck jetzt noch nicht überall? Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass es die Technologie erst 20, 25 Jahre gibt. Das ist jetzt noch nicht ewig lang. Es hat ja auch bei dem Internet ein paar Jahrzehnte gedauert, aber keiner wird wohl leugnen, dass 30 Jahre, nachdem es nun da ist, es tatsächlich alles verändert hat. Und so ähnlich wird das mit dem 3D-Druck auch sein. Wir sind jetzt direkt vor dem Tipping Point. Wir haben ganz viele, nicht nur Anzeichen, sondern konkrete Veränderungen, wie zum Beispiel Airbus, wo das konzeptionell anders eingesetzt wird durch diese neue Technologie. Und solche Sachen werden wir massiv mehr sehen, schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Die Frage zum Geschlechterverhältnis ist eine ganz wichtige, denn das hängt auch, also das ist eine Untersuchung, die ich mir wünsche, wo sich jemand mal sehr ausführlich dran setzt. Sie ist nämlich nicht trivial. Also man kann da sehr leicht zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Gerade in der Baubranche zum Beispiel wird durch Robotics und 3D-Druck ganz viel wegfallen. Ich brauche 80% weniger Arbeitsplätze, sind überwiegend Männer. Ich weiß auch, dass die ganzen Autos, selbstfahrende Autos künftig sein werden. Das ist einfach was, das kommt, ganz unweigerlich. Und dass die meisten Kraftfahrer männlich sind. Also in den USA sind es 3 Millionen Kraftfahrer, 97% davon sind männlich. Kraftfahrer ist in 48 von 50 US-Bundesstaaten der häufigste Beruf überhaupt, der ausgeübt wird. Also nicht erlernt, sondern der als Job vorhanden ist. Und die fallen komplett weg. Der zweithäufigste, beziehungsweise in den beiden Bundesstaaten, wo das nicht Kraftfahrer ist, ist der Softwareentwickler. Sind da 97% Männer? Wahrscheinlich nicht, aber es sind immer noch sehr viel mehr Männer als Frauen. Die Berufe, die mehr Nachfrage haben in Zukunft, sind tatsächlich die MINT-Berufe, ist ganz Mathematik, Ingenieur, aber auch Design. Solche Bereiche in der Pflege werden wir allein durch den demografischen Wandel auch eine Arbeitsplatznachfrage haben. Wir haben dann aber zum Beispiel eine Kooperation mit Robotern. Auch Ärzte werden mit Robotern kooperieren. Wenn man sich das so anguckt, könnte man zu den Schluss schließen oder zu dem Schluss kommen, dass überwiegend männliche Berufe oder männlich konnotierte Berufe davon betroffen sind. Wenn man dann aber aktuelle Studien liest, in denen drin steht, dass in den Büro- und Admin-Bereichen doppelt so viele Berufs- oder Jobs wegfallen werden wie in Bau, Produktion, Kraftfahrzeug und Bergbau zusammengenommen, dann denkt man anders darüber nach. Weil die Sekretärinnen in den USA sind auch 97% weiblich. Und offensichtlich machen die Office-Jobs und Admin-Jobs, von denen sehr viele ersetzbar sind, einen besonders hohen Anteil der wegfallenden Berufe aus. Und da ist die Geschlechterzusammensetzung eine ganz andere. Da muss man dann genauer hingucken. Das sind ja auch nicht bloß Sekretärinnen, sondern auch viele andere Berufe. Die Waffenroboter, das ist eine der größten Gefahren überhaupt, die möglich sind. Stephen Hawking hat sich dazu ja auch geäußert, wobei er selber sagt, er sieht die Gefahr nicht darin, dass die Roboter von alleine total böse werden und die Menschheit vernichten, sondern er glaubt, dass die Gefahr im kapitalistischen System liegt, dass Roboter dazu bringen wird, diese bösartigen Dinge zu tun, um einzelnen Menschen Vorteile zu verschaffen, was jetzt ja kein neuer Mechanismus ist. Der wird dann halt mit anderen höher technologierten Sachen ausgeführt. Und mich irritiert zum Beispiel, dass Google eine Firma gekauft hat, schon vor 2, 3 Jahren, die Militärroboter herstellt. Also don't do evil, schwierig.
Setzt sich die Technologie durch? Wird der Optimismus siegen? Gibt es Gegenkräfte, die am Werk sind? Ja, die gibt es selbstverständlich. Also es gibt erstmal einen hohen Grad an Blindheit und gar nicht wahrnehmen können und wollen. Das ist ja eine Barriere für das Umsetzen. Ich kann auch immer noch nicht verstehen, wie es kommt, dass wir bei der Breitbandinfrastruktur hinter Rumänien liegen, eines der schlechtesten Länder in ganz Europa sind. Wie wollen wir denn ohne diese Lebensader richtiges Glasfaserbreitband in ganz Deutschland, überall in der letzten Ecke, wie wollen wir denn da diese Entwicklung mitmachen? Das geht eigentlich gar nicht. Und trotzdem hat diese Bundesregierung mehrere Milliarden in ein Kupferkabel-Upgrade gesteckt, das nicht nachhaltig ist und in 5 Jahren in die Tonne getreten werden kann. Investiert sie in das Erhalten eines Businessmodells, das von vorgestern ist und einen Monopolisten fördert, kann man leider nicht vornehmer bezeichnen. Das ist einfach so, obwohl die Zukunft eine dezentralere sein wird. Letzte Frage, Sharing Economy, das stimmt, das war schlicht aus Zeitgründen, dass ich das im Vortrag nicht mehr mit aufnehmen konnte, obwohl es in diesen Kontext hineingehört. Mein Sohn zum Beispiel, der gehört zu den ganz vielen Jugendlichen, über die es inzwischen auch Studien gibt, die von sich selber gar nicht sagen, wenn ich groß bin, will ich ein Auto haben. Ist dem scheißegal. Der will sich von A nach B bewegen können. Der will eins benutzen, aber der sagt, das ist doch völlig bekloppt, wenn man so viel Geld ausgibt für ein einziges Auto, das spezialisiert ist für eine einzige Sache. Was macht er denn, wenn er mal 5 Kumpels zu Besuch hat oder ganz viel Gepäck transportieren will oder wenn es Sommer ist und er will offen fahren und es ist aber kein Cabrio? Die wollen spezialisierte Mobilitätsbedürfnisse so erfüllen wollen, wie die Bedürfnisse anfallen. Und dazu brauchen sie 10 Autos oder Zugang zu 10 Autos, aber nicht das eine, das bei ihnen im Stall im Garten steht. Und das hat, ja, das erzwingt geradezu Share Economy und da sind die innerlichen Barrieren bei dieser Generation sind fast gar nicht mehr vorhanden, weil es dieses Prestige-Ding nicht hat. Ich schaue gerade, was so nebenbei auf Twitter läuft. Da gibt es 2 Kommentare, nur ganz kurz, da steht, wäre es nicht eine Möglichkeit, dass die Menschen ihre Zukunft selbst bestimmen und nicht die Technik? Ed Ankent hält neben der Kanzel eine sehr technikdeterministische Predigt. Ist das ja oder nein oder ganz kurz, ist das deterministisch, was Sie gerade vorgetragen haben? Können es ja auch nicht ganz anders kommen? Ja und nein. Also ich bin ja eine Kommunistin, allerdings mit C und 2 O, also von Cummins. Und ich glaube, dass das erste Mal, seit ich komme ja aus der DDR, ja, so vor 25 Jahren habe ich den Sozialismus noch als eine theoretische Alternative kennengelernt. Jetzt kenne ich halt den Kapitalismus als zweite Variante. Ich konnte mir 25 Jahre lang gar nicht vorstellen, dass es noch irgendwas anderes tatsächlich gibt, das Sinn macht. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Und zwar durch diese Möglichkeiten. Okay. Durch den anderen Zugang, den gemeinsamen Zugang auf das Weltwissen, auf die Weltkultur, durch die Demokratisierung von Produktionsmitteln. Ich kann dezentralisieren. Ich bin nicht abhängig von Großunternehmen. Da muss natürlich das gesellschaftliche, politische Drumherum das auch unterstützen. Aber es gibt die Möglichkeit für diesen Kommunismus mit 2 O und C, der uns gesellschaftlich enorm viel bringen würde und Entwicklungsmöglichkeiten für die ganze Menschheit darstellt.